So, und damit willkommen zurück. Jetzt muss ich schon wieder rausgehen und gucken. Ich habe in letzter Zeit mit OBS ziemlich viele Probleme. Gerade eben musste ich wieder alles schließen und neu aufmachen, weil er das Spiel nicht erkannt hat. Aber jetzt denke ich, schaut's gut aus. Das ist halt so, wenn man nur einen Monitor hat, ne? Ich kann es immer wieder nur sagen. So ist das. Eingeschränkt bin ich ein wenig. So. Jetzt hole ich mir Mordor. Naja, die müssen weg. Da kenne ich nichts. Hier werde ich noch öfter durchhalten müssen, vermute ich mal. Leider. Bleibt nicht aus. Na, ah, jetzt hat er hier noch ein Land bekommen. Ja gut, dann muss ich ihm hinterher. Und wo geht der lang? Gute Frage. Nächste Frage. Hier vielleicht. Das könnte ich wieder verlieren, ist aber auch egal. Also die gehen dahin. Da fehlt doch einer, ja genau. Gut. Schick mal ein paar Armbrustschützen runter. Schöner Missklick, danke dafür. Perfekt. So. Haben wir schön aufgeteilt. Emsland wird er eh nie einnehmen. Das ist safe. Das ist ziemlich safe. Das ist nicht ganz so safe. Oder mache ich jetzt auch nicht gerade viel. Warte, 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 warte. Ah, ist schon wieder dabei. Okay. Gut, denn dann. Ah, das passt dann schon. Ich glaube, ich schmeiß hier noch ein paar Leute rein. Ja, besser ist es. Ja, müsste passen. Da kann ich ja eh ausbilden, das ist wurscht. Und der Rest dürfte passen. Also, ich muss Mordor vernichten. Das muss weg. Das muss weg, das muss weg, das. Oder bleibt? Da ist noch ein bisschen was für uns zu tun. Saruman bleibt in Rudau. Na dann. Das wirst du nicht wirklich versuchen wollen. Nee. Hätte mich auch gewundert. 8 Horden Urukamro-Schützen. Tschüss. Das ist. Okay. Ah, mit Scharku, nein. Wieso mit Scharku? Der kann nix. Ah, Mist, 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 Mist. Mist, 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 das war jetzt dämlich. Ich dachte, Saruman wäre oben, aber der sortiert ja nach Stärke. Oder nach Kommandeurspunkte in der Armee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Saruman, obwohl er im Land war, unter. Ja, gut, er war dann auch im Land, aber. Ne, was ein Schwachsinn. So. Schauen wir mal. Ja, aber kennst du auch den Feind, wenn du einen siehst? Das ist jetzt dämlich. RIP. RIP. Ja, der hat wie immer Hunger. Wo, Feind? Oh, der hat ja ausgerüsteten Kram. Wie ungeil. Aber nirgends kann man was bauen. Auf den hätte ich zuerst schießen sollen. Ob sie den Drachen noch töten können, ist halt die Frage. Schaut sehr schlecht aus, ne?
Ja, das. Komm schon, der ist so low. Ein paar Schüsse noch. So ein Krampf. Ja, genau. Vergiss das. Hihi! Instant GG. Also ich wüsste nicht, wie ich das noch... Mit Saruman kein Problem, aber das war jetzt dämlich. Vor allem jetzt verliere ich halt wirklich alles. Alles. Na, überlebst du das, oder? Na komm, futtern, schnell. Mach doch. So. Ich bin mal gespannt, wie das noch wird. So, da hat's den Typen. Ja, du bist tot, ich kann dir da nichts helfen. Da sind sie. 1,5 Minuten muss ich noch durchhalten. Das wird nicht leicht. Das wird alles andere als einfach. Aber wer weiß, vielleicht kann ich es noch irgendwie rumreißen. Ich habe halt kein Geld mehr. Das ist auch ein Riesenproblem. Ich bin mittellos. Das ist auch nicht gut. Der hat echt einen Feuerball auf die Gräber geschmissen. Lol. Wie nutzlos. Das war echt nutzlos. Habe ich nicht noch irgendwo... Ja, da kann ja nichts machen. Ne? Nee, da geht nichts. Komm schon, lass mich den Kram doch einnehmen. Bitte. Es ist halt doof, weil ich jetzt nicht vorandringen kann. So. Wo kommen die denn heraus? Ach du Heilige. Was? Was? Eine neue Macht erhebt sich. Geht jetzt. Drängt das Land mit dem Blut unserer Feinde. Was soll denn der Schwachsinn jetzt? Was für ein Schwachsinn. Was soll denn das? Das ist jetzt mehr als fraglich. Toll. RIP Baumeister. Hat sie irgendwo Bäume? Jetzt Bäume. Gib mir mal Geld. Da war ja gar nichts mehr drin.
Naja gut, so schlecht ist es jetzt auch nicht, aber irgendwo ist es halt doch sehr bescheiden. So, der kann jetzt klettern. Ist auch nicht so schlecht. Der Ring liegt da immer noch rum. Für eine... Das war anstrengend, aber ich glaube, wir haben es. Irgendwie haben wir es geschafft. Also eine Strategie war das jetzt nicht. Spielt's mir das bloß nicht nach, wenn ihr gut werden wollt. Weil das war sehr bescheiden gespielt. Aber es hat zum Glück funktioniert, also da. Ja, Glück auf. Sind denn beide schon tot? Nein, leben noch beide. Vielleicht haben die Elben ja noch ein bisschen Kohle. Oh, ein bisschen. Viel Schaden hat das ja nicht mehr. Naja. Naja. Das neue Gebäude ist zart. Das Auge beobachtet uns. Wie auch immer. Sie sind da drüben. Komm auf, ihr Schnecken. Nehmt eure Waffen. Niemand kann euch trotzen. Bärträger sind in Gruben entstiegen. Naja, alle, ich weiß noch nicht so genau, aber eigentlich dürfte es ganz okay ausschauen. Ah ja, ah ja, ja, macht's mal alles kaputt hier. Du wirst diesen Ort nicht verlassen. Ja. Isengard ist euer neuer Herr. Lol, das wollte ich gar nicht. Netter Level Up. Das hat sich doch gelohnt. Na gut, das ist nicht ganz so schlimm gewesen, wie ich dachte. Es geht schon, es geht. Es geht. War eine Zeit lang echt knackig, aber gegen Ende hat es dann doch noch funktioniert. Na, ein Glück. Ein Glück. Das wäre sehr blöd gewesen. Also lasst mich ganz kurz bitte gucken. Das passt noch, das passt auch noch. Upsi. Okay. Aber wo müssen wir noch überall kämpfen? Ja gut, aber das eigentlich... Eigentlich müsste das geschenkt sein. Wow, der probiert das halt wirklich. Der ist doch gerade eben da mit einer größeren Armee rein, hat es nicht geschafft und jetzt probiert das nochmal. Muss ich das nachvollziehen können? Die Antwort darauf lautet nein. Einfach nur nein. So. Ich weiß, ich hatte letzte Episode kein Codewort. Geschuldet Müdigkeit und Faulheit. Aber schaut mal, wie ich die Units jetzt splitte. Die gehen nach oben und die gehen nach links. Mua, Bombe. Aber ich habe ein Codewort für diese Episode, das rein gar nichts mit dieser Episode zu tun hat. Wenn ihr dennoch einen Zusammenhang zwischen Codewort und dieser Episode herstellen könnt, seid ihr entweder ein Freimaurer oder ein Illuminat. Das Codewort lautet Löwenkopf. So schaut's aus.
Also. Wer weiß wieso, hat jetzt die Chance, öffentlich kundzutun und zu beweisen, dass er ein Freimaurer oder ein Illuminat ist, indem er in den Kommentaren genauestens erklärt, warum das Codewort mit dieser Episode zusammenhängt. Und vergesst nicht, die Rechnung hinzuzufügen. Ja, sowas muss ja immer gerechnet werden. Und dann schreibt es am besten noch hin, Illuminati confirmed oder so. Ne? Und dann weiß ich Bescheid, dass mein Channel jetzt von Illuminaten und oder Freimaurern angeschaut wird oder unter Beobachtung steht. Aber ich durchschaue euch. Ich weiß schon, wie ich euch hervorlocken kann. Habe ich schon alles herausgefunden. Oh, süß. Wie heißen die Mildings? Wie heißen die Hüter? Hüter Midland. Ich glaube, es sind die Midland-Hüter, oder? Ja, müsste sein. So. Ja, komm. Das schafft auch der gute Glorfindel nicht mehr. Er kämpft tapfer gegen diese Urukai. Definitiv aber überlebt er mehr Pfeile als Boromir. So viel ist mal klar. Das sind nämlich mehr als drei, die bei ihm drin stecken. Aber es reicht trotzdem nicht. Oh, verliere ich jetzt dieses Ding? Ja, das muss nicht sein. Wir sind niemals fertig. Arbeitet an eurer Einstellung. Wäscht alles ab. Armbrüste. Das ist eigentlich so ein Schwachsinn. Stellt euch mal vor, ihr seid irgendwer. Auch gerne ein Urukai. Warum würdet ihr rumlatschen und den Namen, nein, die Bezeichnung eurer Waffe so... Armbrüste! Du läufst ja auch nicht rum und sagst Schild! Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. So, wo müssen wir noch kämpfen? Das müssen wir noch einnehmen? Ja, das mache ich jetzt noch. Das nehme ich, das quetsche ich jetzt in diese Episode noch hinein. Mit meinen Armbrüsten! Armbrüste, ich habe Armbrüste, Brüste, lol. Heute bin ich ein bisschen crazy im Kopf, das muss auch mal sein. Es ist halt so heiß, ne? Es ist so unglaublich heiß. LOL! Instant Ring. Nice. Krass. So kann es gerne öfter laufen. Instant Ring. Süß. Ich weiß nicht, ob er hier eine Festung hat oder nicht. Habe ich nicht geguckt. Aber mal schauen. Helden dürft sie eh nicht haben. Ich find's doof, dass du mit Allianz zersetzen mit der Fähigkeit keine Flughelden grapschen kannst. Das ist sehr bedauerlich. Also wenn du so Morogmir hättest oder ein Kamul oder ein Hexenkönig, wäre super, aber mir gibt's nicht. Wieso sollte man hier Anlegeplätze bauen? Wer baut Schiffe? Ja gut, für manche Seen lohnt es sich, wenn ich hier gucke. Bodensee, gibt's auch Fähren. Ja, okay, es macht Sinn. Bevor du einmal außen rum musst, einmal so drüber. Oh, okay. Ist in Ordnung. Die Weisheit deiner Worte. Ich sage nur die Wahrheit. Übrigens, ich persönlich sage auch immer nur die Wahrheit. Mein Wort ist Gesetz. Und wer was anderes behauptet, tja, könnten die Trolle mal mit diesem Schwachsinn aufhören. Was soll das denn? Also da rennen jetzt Trolle zum Harrison rüber. Dürfen sie? Ist mir auch irgendwie nicht ziemlich schwer. Mein Ziel ist es eh nur, alles zu vernichten.
So. Der hat das überlebt. Der hat ja gar keinen Schaden genommen. Was? Hallo? Haben wir es jetzt bald? Na also. So. Das war ziemlich easy. Wir haben einen Feind vernichtet. Hoho! 76-00 gegen 001. Nice. Also das ist schon sehr gut. Das ist schon richtig, richtig gut gewesen. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.